kein ernstes Thema. Jeder Schlaganfall ist ein Notfall und da gibt es eigentlich nur eine Nummer, die man wählen muss und das sofort, das ist die 112. Hintergrund ist, dass schnelles Handeln Leben retten und die möglichen gesundheitlichen Folgen deutlich mindern kann. Doch um schnell Hilfe holen zu können, muss man erstmal die Anzeichen dafür erkennen, dass jemand überhaupt einen Schlaganfall hat. Ein neuer Test für Smartphones soll das jetzt möglich machen und meine Kollegin Andrea Schindler hat sich damit mal beschäftigt. Der sogenannte Fast-Test hilft auch medizinischen Laien, die Symptome zu erkennen und dann schnell einen Notruf an die 112 abzusetzen. Dr. Markus Wagner von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. FAST steht für Face, Arm, Speech und Time, also Gesicht, Arme, Sprache und Zeit. Bitten Sie den Betroffenen zu lächeln. Ist das Gesicht dabei einseitig verzogen, deutet das auf einen Schlaganfall hin. Auch wenn jemand die Arme nicht mehr heben kann und die Handflächen nach oben nicht drehen kann, ist das ein Anzeichen, genauso wie Sprachschwierigkeiten. Und dann zählt jede Sekunde. Treffen kann es jeden, auch junge, durchtrainierte Spitzensportler wie den ehemaligen Boxprofi Axel Schulz. Meine Augen haben geflimmert, meine Zunge war taub, ich konnte kaum noch sprechen. Dementsprechend bin ich dann zu meinem Hausarzt gefahren und der hat mich glücklicherweise gleich ins Krankenhaus überwiesen. Und das muss man einfach sagen, wenn die Leute eben halt ein komisches Gefühl haben, 112 anrufen, Krankenwagen bestellen und gleich ins Krankenhaus. Damit jeder im Ernstfall schnell und richtig reagiert, gibt es den Fast-Test als Checkkarte fürs Portemonnaie oder ab sofort auch digital fürs Smartphone. Und zwar im Internet auf www.schlaganfall-hilfe.de. Axel Schulz. Also es gibt jetzt eine neue App gegen den Schlaganfall. Man kann lesen in der App, welche Symptome sind da vorhanden, welche Symptome habe ich, kann vergleichen und dementsprechend sofort handeln. Das ist ganz, ganz toll und ganz wichtig.